Was viele Menschen als lächerlich und kitschig bezeichnen würden, bedeutet Gerhard Dimmel alles. Gartenzwerge. Im 22. Wiener Gemeindebezirk betreibt er das erste österreichische Gartenzwergspital. Ein kleiner Keller dient als Ordination. Wir sind jetzt im Eingang zu meinem Atelier bzw. Ärztezimmer für meine Gartenzwerge, wo die hergerichtet werden, renoviert werden und so weiter halt. So wie dieser Patient, den wir gerade geholt haben. Das ist jetzt mein Zwergenspital, wo die Zwerge hergerichtet werden und so weiter. Und da andere meine Malereien, das ist zum Beispiel eine Kreuzserie. Dann sind da schon Zwergenpatienten, was wir da schon haben. Die können dann an und für sich nur waschen, dann wird nachgeschaut, was zum Richten ist oder nicht. Das ist zum Beispiel immer ein Malerzwerg. Darum hat er einen Pinsel mit dem Ding. Das ist typischer Musikantenzwerg mit Dudelsack. Und das ist ein bisschen ein Ortshandlerzwerg auf Deutsch, wie man sieht, Loch in Socken. Das ist, der Keller ist da, ja, wie gesagt, so eine Art kleine Insel halt für mich. Und er streut halt Ruhe aus, fördert die Ideen. Wir werden den jetzt einmal staubfrei machen. Das ist einmal wichtig, weil man sieht schon, wenn ich nur trocken drüber fahre, dass er sofort wieder zum Glänzen anfängt. Also er hat sonst nicht wirklich Schäden und es war schade, wenn man da zu viel und unnötig macht. Erstens einmal bedeuten mir die Zwerge, wie man sieht, sind Lebensfreude. Meistens sind sie so ins geduldige, nette Zwerge sein. Und sie sind immer freundlich, lachen immer und sie streuen Lebensfreude aus. Und das ist ziemlich wichtig. Lebensfreude, die Gerhard Dimmel durchaus braucht. Dem ehemaligen Koch ging es nämlich nicht immer so gut. 30 Jahre lang arbeitete der 51-Jährige in der Gastronomie, bis ihn die Alkoholsucht zum Aufhören zwang. Ich habe halt hauptsächlich dann Bacardi Cola mit Eis Zitrone. Ziemlich kurz, das ist auch schnell, nicht? Schnell trinken und so, das waren die restlichen 20 Jahre. Und da bin ich am Schnitt schon 30, 40 pro Tag gekommen. Also das war schon sehr, sehr heavy. Also war schon extrem dann. Strom wird angedreht, das wird angedreht. Zins zahlst nicht mehr, weil, wie gesagt, nur mehr Alkohol spülen wichtig ist. Damit die Logierung angedreht und so weiter. Und dann geht es natürlich ziemlich schnell bergab. Ne? Dann hast du kein Geld, dann weißt du nicht, wie sollst du weiter tun, die Schmerzen dazu, was ich gehabt habe, durch diese Nervengeschichte beim zweiten Mal, dann ist zu einem Blackout gekommen. Und dann habe ich halt Otto-Wagner-Spital müssen. Und da überlegst du das dann schon, wenn du dann auf einmal zimmermunter wirst, mit Kinderkamera und so, denkst du schon, was ist jetzt los, was ist da passiert, ne? Aber es hat alles sehr Gutes. Ne? Der Traunsee in Gmunden, Oberösterreich. Idylle und Entspannung pur. Nicht weit weg davon ermöglicht ein von außen unscheinbarer Keller eine Reise in eine längst vergangene Welt. Wolfgang Müller hat sich unterhalb der Erdoberfläche seinen Traum vom eigenen Ritterleben geschaffen. Mit seinem Verein Spiritus Victrix kann er seine Begeisterung für das Mittelalter vollkommen ausleben. Das Faszinierende am Mittelalter ist eigentlich die Geschichte zu Österreich oder zu Europa mehr oder weniger. Weil es gibt überall Countryfeste und Cowboy und Indianer und es hat aber mit unserer Gegend nichts zu tun. Das fasziniert mich mehr oder weniger das, dass wir halt der Bevölkerung zeigen können, dass Mittelalter eigentlich zu Österreich oder eben zu Europa gehört und nicht der Cowboy oder Indianer mit den Countryfeste.
Die Begeisterung für das mittelalterliche Leben und seine Riten und Bräuche teilen zahlreiche Österreicher. Sie leben den Kult um Ritter und Burgfräulein in ihren Kellern aus. Die Leute, die bei uns dabei sind, müssen 100% haben, anzogen. Also es gibt nichts, dass irgendeine Fantasy dabei ist, weil da bin ich dagegen. Also, ich habe mir die Anleitung vom Internet geholt. Ungefähr eine halbe Stunde und ich glaube 10 bis 20 Mal ausziehen, anziehen. Und da machst du ihn so ungefähr 10 bis 15 cm Falten hin. Auf Authentizität legt Wolfgang Müller alias MacWolf großen Wert. Auch wenn dies manchmal etwas skurril wirken mag. Ist das überliefert, haben das die Schotten früher auch so gemacht? Ja, ob sie es so gemacht haben, weiß ich nicht. Ich hab gesagt, ich hab's aus dem Internet aus. Ob sie sich auch so angezogen haben im Fernsehen oder in den Filmen, sagt man es nicht so. Also die Verwandlung zum mittelalterlichen Großmeister nimmt einiges an Zeit in Anspruch. Doch das stört MacWolf nicht. Mir gefällt das einfach so, hier rund im Keller so anzogen zu sein, weil es dazugehört. Weil einfach das ist ein Mittelalterkeller ist, also unser Vereinslokal und der Verein ein Mittelalterverein ist. Dann gehört auch der Name dazu. Also, zum Gewand gehört der Name dazu. Das bleibt nicht aus. Ich habe zum Beispiel einen Gehstecker, einen großen gekriegt von einem Freund von mir. Da steht es auch drauf. Also, jetzt hat er mir eine Brenner reingebrennt, dass der mir geholt, dass der mir gehört. Ich bin der Chef oder der Großmeister. Nennen wir das. Ich bin der, der was bei uns alles organisiert und die mehreren Leute kennt. Mit einer jedes Jahr neu wählen, wer Großmeister sein soll. Und also, ich wähle jetzt mich seit fast 10 Jahren. Also, zum Glück. Auf der Wand haben wir dann noch unser Wappen, unser Banner. Das sind selbst gemacht, ich habe meine Tochter gemacht. Dass wir heute halt einmal ein Banner haben. Zeigen tut das unsere Gruppen. Das heißt, Spiritus Victrix heißt ja für uns eigentlich, dass wir verschiedene Leute sind. Da sind eben da die Axt ist für die Wikinger, die Distel ist für Schottland. Dann haben wir rechts unten das Sichel ist der Druiden und links ist die Ritterschaft. Dann haben wir da unseren zweiten Raum für die Gäste, wenn es mehr sind, wenn wir Festl machen oder wenn wir Party feiern, Geburtstag oder wie auch immer, dass halt mehr Leute Platz haben zum Sitzen. Und da haben wir ein bisschen so ein kleines Museum gemacht, dass die Leute sehen, was man im Mittelalter hat, also Ritterrüstungen, Schwerter. Aus Stein, Metall oder Holz einen Gegenstand mit den eigenen Händen zu formen. Genau dieses handwerkliche Können ist es, das so viele Mittelalter-Fans beeindruckt. Sigmund hat mir die gemacht, einmal zum Geburtstag, habe ich die gekriegt. Und ich glaube, er hat gemeint, ich kann es nicht daheben. Also jetzt hat er es ein bisschen schwerer gemacht. Das ist. Aber mit der kämpft man nicht, weil die hat 23 Kilo. Also ist ein wenig zu schwer. Das ist gefährlich. Das ist eigentlich nur als mehr. Meine, wir haben schon probiert ab und zu. Aber so nehmen wir es eigentlich nur zum Herzogen, dass die Leute was sehen. Inmitten von Wiener Gemeindebauten befindet sich ein Keller der etwas anderen Art. Der liebevoll eingerichtete Wohnraum lässt nicht erahnen, was sich hier eine Etage tiefer verbirgt. Der 43-jährige Versicherungskaufmann Martin, der nicht erkannt werden möchte, sucht hier seine Entspannung. Hallo. Hallo, servus. Hallo. Wie geht's? Danke, gut. Pass auf, ich gebe dir gleich mal deine Maske. Dankeschön. Eine neue? Ja, bitteschön. Kannst du dir aufsetzen? Geht's? Es ist unheimlich, weil es die Stiegen hinuntergeht und weil hier niemand ist. Es ist einfach, man fühlt sich frei und man fühlt sich auch komischerweise nicht beobachtet, weil es könnte ja zwar wer vorbeikommen, aber das denkt man in dem Moment gar nicht. Also es ist deswegen der Keller, deswegen kein eigener Raum oder in einer Wohnung irgendwas, sondern deswegen musste es ein Keller sein. Hier unten bin ich alleine, das sieht mir niemand und draußen habe ich doch die ganzen Menschen um mich und alles. Darum ist im Keller schon ganz angenehm. Martin kann seinen stressigen Alltag nur verarbeiten, wenn er sich hier einsperren lässt. Er will sich vollkommen isoliert fühlen. Wir haben hier ein neues Stück dazu bekommen. Ich habe schon gesehen, ja.
Hier kannst du dich sehr, sehr einsam fühlen. Okay. Du weißt, ich bin daneben. Ich weiß. Das ist nicht schlecht, ja. Der Faszination von Unterwerfung und Selbstbestrafung frönen Anhänger in zahlreichen Studios. Hier kommt das dunkle Ambiente eines Kellers hinzu. Ich würde nicht sagen typisch österreichisch, weil es gibt sicher in allen anderen Ländern auch Herrschaften, die was im Keller sich gut fühlen. Jedoch kommen natürlich auch zu uns Leute aus Österreich, aus der Schweiz. Also der Bekanntenkreis, der es weiß, der kommt natürlich auch von weit her. Deswegen, eben weil es speziell ein Keller ist und weil es sehr, sehr einsam ist. Ich bin alleine hier drinnen, vielleicht noch angehängt. Es sieht mich niemand, ich kann schreien, es hört mich niemand. Man hängt schön, das ist das Angenehme. Mit den Fesseln, ja, da kann ich relaxen, meiner Seite her, und einfach abschalten. Wie möchtest du es heute? Soll ich dich heute fesseln oder bleibst du alleine so? Überlasse ich dir, wo du mich fesselst, okay. Mit was du mich fesselst. SM zeichnet sich zwar durch das Zufügen und Erleben von Schmerz aus, beruht aber niemals auf Aggressionen und unkontrollierter Gewalt. Das Definieren von klaren Spielregeln vorab ist deshalb essentiell. Ein junger Mann war bei mir, der hat gesagt, er möchte sich einsperren lassen. Und er ruft nach mir, nur komischerweise hat er nicht nach mir gerufen, weil er hat sich einen Mundknebel in den Mund genommen, hat seine Hände gefesselt und konnte nicht schreien. Nach 2 Stunden habe ich mir gedacht, ich gehe mal nachschauen. Ja, und genau so war es. Also er hätte eigentlich schon viel früher raus wollen. Dementsprechend war er eingesperrt, ohne dass er es so wirklich wollte. Bin ich brav gewesen. Na, dann freut mich das natürlich. Woher kennen Sie den Herrn jetzt? Wir kennen uns eben von hier. Wir haben uns mal kennengelernt. Das ist klar. Was geht's? Und da sind wir ins Reden gekommen und er hat mir erzählt, dass er sehr, sehr viel Stress hat bei der Arbeit. Und ich habe ihm von meinem Keller erzählt. Und er hat gesagt, ob er sich den mal ansehen darf. Ja, und seitdem kommt er eigentlich schon ziemlich lange zu mir. Das heißt ja auf Wienerisch, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Das stimmt. Er bleibt immer einige Stunden bei mir. Wir probieren dann einiges aus. Ich hänge dann verschiedene Sachen an. Und er ist ziemlich entspannt danach. Perfekt. Angenehm. Wie lange möchtest du heute hängen? Ich habe Zeit den ganzen Tag. Im mittelalterlichen Reich von MacWolf kündigt sich Wegbegleiter Siegfried der Graue an. Bei dieser Gelegenheit lassen es sich die zwei nicht nehmen, gleich ihre Kräfte zu messen. Probieren wir es mal aus, ob es geht. Probieren wir mal, ob das Schwert was ausmacht, ob das was aushält. Ja, schauen wir mal. Wir haben da eigentlich mir zwei wegen der Choreografie gemacht. Haben wir das mal angeschaut, ja, wie funktioniert das am besten. Haben wir mal angefangen, um ein, zwei Schläge zu machen. Dann haben wir das Ganze schon langsam ausgebaut. Ich meine, das geht jetzt da drinnen nicht so gut von der Größe her. Aber wir bringen so zwischen 2 und 4 Minuten, 5 Minuten bringen wir schon zusammen, dass wir das ein wenig einen Schaukampf machen. Abgesehen vom Schwert trägt ein Ritter aber noch so einiges anderes am Körper. Ja, man hat die ganzen Utensilien, was man eben dabei hat, die Beutel und alles, was man halt dann das, die Sachen reingeben kann. Nicht? Hinten natürlich das Trinkhorn, was auch wichtig ist. Ja. Weil man muss ja mal trinken auch, nicht? In dem Fall Met, was reingehört. Nicht? Dann eben die ganzen Dolche, was dann dazugehören. Und eben, ja, Medizinsachen natürlich auch sehr wichtig, nicht? Eben, wenn Verletzungen auftreten. Nicht? Also, wenn ich da runtergehe, fühle ich mich eigentlich, wie wenn ich in eine andere Zeit gehe. Und das ist ganz wichtig für mich. Früher haben wir Cowboy-Indianer gespielt. Ja. Ich habe halt mehr mit der Ritterrüstung herumgetollt, nicht, sagen wir so. Nicht. Und habe eigentlich immer schon den Faible gehabt, habe mir auch die Filme über angeschaut, die ganzen alten Filme noch mit Rittern und Bogenschützen und so weiter. Nicht. Und habe früher selber auch viel Bogenschießen gemacht und so weiter.
Und da hat mir eigentlich das dann das Ganze den Kick dazu gegeben, dass ich dann eigentlich sage, okay, Mittelalter, das ist mein Ding. Während die Männer ihre Kräfte messen, werden in der Zwischenzeit aus feinen Burgfräulein emsige Dienstmägde. Schließlich gibt es für das heutige mittelalterliche Fest noch einiges vorzubereiten. Wir machen es außerdem gern, weil es uns Spaß macht. Lustig, eigentlich. Ja. Und außerdem haben wir mehr, oder die Frauen eigentlich bei uns, mehr Auge für Dekoration und so. Ging es so. Es ist nicht so, dass irgendwer jetzt sonderlich viel mehr zum Sorgen hat. Ich meine, unser Obmann, der Wolfi, logisch ist der Chef, halt, der sagt, wann was passiert und wann was zum Tun ist. Aber sonst sind wir ziemlich gleich. Langsam trudeln die ersten Gäste ein. Auch wenn der Verein offiziell nur aus 15 Mitgliedern besteht, so ist der Mittelalterkeller in Gmunden stets gut besucht. Du fängst zwar unten ganz an, also als Page im Endeffekt, so wie es halt im Mittelalter war. Du steigst dann mit der Zeit und mit der Mitarbeit im Verein, weil wenn du mitarbeitest, hast du wirklich Interesse, steigst dann weiter auf. Bis heute in die Grafschaft, sag ich mal. Höret, höret! Der Verein Spiritus Victrix freut sich wie immer, dass alle da sind. Geh mal aus dem Licht. Das Licht ist da drin. Hört's mir, ist da drin. Und schreie lauer. Weiter. Freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Zahlreich will ich jetzt nicht sagen, aber mich freut, dass ihr da seid. Zum jährlichen Sponsorenessen und ein Treffen von uns. Wir werden jetzt mit Essen anfangen und dann haben wir nur ein paar Kleinigkeiten, was wir noch erledigen. Dann sage ich dir mal Mahlzeit. Und ich hoffe, es schmeckt euch.